Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 3. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier mit Carlos unterwegs im Krankenhaus. Und wir müssen einen Impfstoff für Jill herstellen, weil Jill vom Nemesis mit dem Virus infiziert wurde. Und sie jetzt in der Kapelle im Glockenturm wartet auf uns, beziehungsweise wir haben sie da abgelegt. Und um diesen Impfstoff herzustellen, müssen wir jetzt hier diese Maschine bedienen. Offenbar ist der Strom ausgeschaltet. Oh Gott. Und wir sehen hier so komische... Keine Ahnung, was Viecher, die sehen unheimlich aus. Okay, das wird ein Umschalter für die Stromversorgung sein. Er ist wohl auf das Zuchtaquarium eingestellt. Wollen Sie die Stromversorgung umschalten? Ja, mach mal. Nein, nicht das Wasser ablassen. Oh Gott. Scheiße. Na toll. Aber das Ding läuft jetzt. Okay. Na super. warum kann man auch nicht beides gleichzeitig? Ein chemischer Syntheseapparat. Hier kann man die Nährbodenbasis einsetzen. Ja, dann mach das doch mal. Das haben wir doch hier. Genau, Rätselzeit. Oh yeah. Wollen Sie den Syntheseapparat in Gang setzen? Ja. Ah, guck mal, Freunde. Wir haben jetzt 5 Hebel. Das bringt es also rechts nach unten. Wenn wir unten machen, wir haben ja 1, 2, 3, A und B. Das bringt es links runter. Das passiert mit B, das macht es weg. Dann mach mal A wieder. Das ist cool gerade. Wir machen uns einen Impfstoff. Richtig cool. So. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie das hier überhaupt zusammenhängt. So, bitte dieser Part in Gang setzen. Mach mal 2. Jetzt ist es links und links zu viel und rechts zu weit unten. So, dann machen wir bitte 2. Ja, wir sind nah dran. Wartet mal. Die 3. Und dann unten nochmal den B. Dann haben wir alle nämlich umgelegt. Ah, passt nicht. Passt nicht. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier ein bisschen rumprobieren, tatsächlich, bis die beiden Anzeigen in der Mitte sind. Ah, wartet mal. Jetzt muss es nur links runter. Ach, scheiße. Rechts runter meine ich. Sorry. Falsch. Dann muss es oben sein. Dann muss es oben sein. Vielleicht ist es ja die 1. Ah, fast. Verdammt. Fast. Alles klar, vielleicht die 2? Das ist jetzt einfach Ratespiel. Nee, auch nicht. Auch nicht. Das ist so nah dran hier. 3 vielleicht? Eins. Ne, 1 ist... 2. Ne, jetzt ist rechts gar nichts mehr. Toll. Mach das mal wieder weg. So. Ja, das ist jetzt natürlich ein Ratespiel, was wir hier direkt am Anfang haben. Ha? Fast. Okay, dann geh mal wieder nach unten und mach mal das A, bitte. Verdammt! Aber wartet mal, jetzt können wir ja wieder die 1 machen. Ne, die 1 geht nach rechts hoch. Oh Gott, das ist jetzt aber echt ein bisschen Ratespiel. Verdammte Axt. Wie viele Kombinationen gibt's denn hier? Das ist jetzt witzig. Nein,
will nicht nach unten. Das hätten sie aber auch ein bisschen alles auf eine Seite kriegen können. So, drei. Ah, wir haben es. Sehr schön. Hat doch nicht so lange gedauert, wie ich befürchtet habe. Okay. Ah ja. Möchten Sie dies nehmen? Nervstoff, Impfstoff, Nährboden. Ah, guck mal. Das heißt, wir haben jetzt so eine Impfung quasi. Ah, wartet mal, ich erinnere mich gerade. Impfgrundstoffsynthese. Das erinnert mich an den zweiten Teil. Da hatten sie ja im Labor auch so ein Impfgrundstoffsynthese-Gerät, womit wir aber nichts machen können. Okay. Ja, die Viecher kommen raus. Okay, ich muss schnell weglaufen hier. Oder? Ich muss einfach nur weglaufen, glaube ich. Ja. Ja, ja. Das war klar. Oh Gott. Oh Gott. Okay, lauf schnell raus. Das will ich nicht. Nein! Lauf raus! Lauf raus, Carlos! Oh Gott. Oh Gott. Nee, mit denen will ich mich nicht anlegen. Lass mal. Ich glaube, wir haben hier unten dann auch nichts mehr verloren schon, ne? Richtig, wir müssen einfach nur hier raus jetzt. Raus aus dem ekligen Keller, ey. Ja, Vorsicht, Vorsicht und so. Okay. Schnell hier raus, bevor die Viecher uns nachkommen, ey. Ja, wobei, ich glaube, die kommen uns nicht nach. Raus hier aus dem Keller, Freunde. Einfach raus hier. So. Na komm. Mach das Ding zu, Carlos. Sollen wir in den Speicherraum? Nee, komm, geht direkt aufs vierte Geschoss. Ich will wissen, was da jetzt noch ist. Weil die Hälfte von der Impfung scheinen wir schon zu haben. Oh, guck mal. Da ist eine Bombe. Okay. Warum ist hier eine Bombe? Okay. Und ist... Sorgen Sie dafür, dass alle Materialien nach der Untersuchung wieder an ihren richtigen Standort zurückgestellt werden. Ah ja. Okay. Ist das hier? Data Room. Ein Datenraum. Oh Gott, nein. Ah, was? Was hab ich da gemacht? Okay, und schieß. Schieß. Alter Schwede, das sind zwei. Das sind zwei. Zwei Hunter! Oh, du schießt doch, Carlos! Zwei Hunter. Oh Gott. Oh Gott. Aber wir leben noch, Freunde. Gott sei Dank. Wir leben noch. Okay. Oh Gott. Boah, mir schrocken die zucken noch so ein bisschen, ne? Wenn die kaputt sind, die blöden Hunter hier. Das scheint ein Buch über Allgemeinmedizin zu sein. Gibt's hier nicht irgendwo grüne Kräuter oder so? Ey, komm schon. Ein Karton, in dem sich Chemikalien befinden. Ja, überall Chemikalien, aber ich brauche keine Chemikalien. Ui, was ist das denn? Unbekannte Lebensformen eingelagert in Formalin. Oh mein Gott, was ist das für ein komisches Krankenhaus hier? Naja, wir haben auf jeden Fall einen Krankenzimmerschlüssel. Interessant, oder? Finde ich voll interessant. Oh, Foto D. Die Zombies marschieren. Toll, ne? Tolles Foto. Auswirkung des T-Virus steht auf der Rückseite. Ja, Umbrella wieder. Was ist das für ein komisches Krankenhaus? Das ist doch total krank. Ja, das Krankenhaus ist ein Haus voller Kranke. Es ist halt so. Boah, wie die zucken, ey.
Es ist zu dunkel, um da draußen etwas zu sehen. Eine Reihe Akten über Viren und Impfstoffe. Gibt's hier gar nichts? Hier gibt's einfach nichts. Doch, den Schlüssel haben wir gekriegt. Na gut. Dann können wir ja, glaube ich, genau da hinten in diese Türen mal rein. Oh, diese ekligen, diese ekelhaften Hunter hier, ey. Geh bloß weg. Geh bloß weg. Ohne Scheiß. So. Okay. Das heißt, hier befindet sich irgendwas in diesen Krankenzimmerschlüsseln. Krankenzimmern. Okay. Aber ich gehe lieber erstmal hier vorne rein. Mal gucken. Ist jetzt, hier sind jetzt wahrscheinlich wieder tausende Viecher drin, oder? Ey, was ist das denn? Oh Gottes Willen. Wie geht's? Was ist das denn? Och, nee. Nee, komm. Nee. Carlos, jetzt dreh dich um. Verdammt nochmal. Schieß sie kaputt, die Dinger. Oh, Gott sei Dank. Aber ich sehe auch wieder meine Lieblingsrätselmucke. Okay. Puh. Rätselzeit ist wohl angesagt hier. Aha. So. Was haben wir denn hier? Hier scheint etwas deponiert worden zu sein. Die Leiche eines Arztes erhält ein Stück Papier. Die Zahlen 325 sind auf das Papier gedruckt. 325. Da steht ein Schrank, der sieht beweglich aus. Aber wir können hier ja nichts ziehen. Das geht ja hier nicht. Ah, da ist doch genau das, was ich haben wollte. Zwei grüne Kräuter. Sehr schön, Freunde. Oh mein Gott. Uns geht's wieder gut. Oh, die Musik. Richtig gut. So. Dann sind wir ja wieder richtig gut aufgestellt hier. Wunderbar. So, aber was hat es denn jetzt hier mit dem Raum noch auf sich? Ja, es scheint etwas deponiert worden zu sein. Was ist denn das hier noch? Nochmal, in jeder Ecke. Mhm. 325 war das, ja. 325. Sonst gibt es hier gar nichts, ne? Vielleicht in einem anderen Raum. Okay. 325 also. Interessantes Gebiet hier auf jeden Fall. Ich muss mir das mal merken mit der Bombe da vorne. Ich weiß nicht. Hat der irgendwas zu dem Bild hier? Ah, Krankenzimmerschlüssel benutzt. Schlüssel brauchen sie nicht mehr und weg damit. Schön Platz schaffen. Achten Sie darauf, dass Sie die Medikamente nicht zu lange einsetzen. Überdosis und so, ja. Okay. Ab nächstes Krankenzimmer. Aha, nochmal das Gleiche. Hier scheint etwas deponiert worden zu sein. Und das Gleiche. Ah ja. Oh. Oh, wartet mal. Arclay-Berge? Ha, das ist das Gebiet aus dem ersten Teil, wo die Villa oben stand. Ha, wie krass, wo sie sich da alle verlaufen haben. Die Arclay-Berge. Ja, ja, da hat alles angefangen. Aber ist doch komisch, dass das hier so angesprochen wird, ne? Okay, und wir haben da... Hier scheint etwas deponiert worden zu sein.
deponiert worden zu sein. Keine Ahnung, schieb das einfach mal weg, Carlos. Schieb das einfach mal weg. Schieb das mal in die Ecke. Mal gucken, was passiert. Ja. Oh Gott! Oh, Scheiße. Aha. Ich glaube, ich hab's geblickt, Freunde. Da der jetzt einen Stromschlag gekriegt hat, der zum Glück keinen Schaden gemacht hat. Ich glaube, ich hab's geblickt. Das ist ein Rätsel. Weil in dem anderen Ding, da steht ja auch nochmal so ein Schrank. Und ich glaube, wir müssen das spiegelverkehrt aufbauen. Diese Schränke. Ja? Das war dann hier. Mal gucken. So. Weil der steht nämlich in der Ecke. In der linken Ecke. Okay, 3, 2, 5 merken wir uns. Die linke Ecke, das heißt, es muss ja auf der anderen, im anderen Zimmer rechts sein. Also von uns aus gesehen rechts hinten in der Ecke. Probieren wir das mal. Ich glaube, ich habe es gecheckt, ja. Das soll ein Rätsel sein. Die Räume sind nämlich auch genau spiegelverkehrt, weil ihr seht, hier ist das Bett links, eben war das Bett rechts. Also ich denke, dass das Ding, dieser Schrank, hier hin muss. Okay, Freunde, probieren wir das doch. Kleines Schieberätsel. Aber ist schon was anspruchsvoller als die anderen Dinger aus den ersten beiden Teilen. Auf jeden Fall. Für dieser geilen, geheimnisvollen Mucke wieder hier. Gut. Dann schieb das mal bitte weiter, Carlos. Vorne bis an die Wand. Und dann rechts drauf. Aber wenn wir da wieder einen Schlag kriegen, dann probier ich es mal links. Ha! Ha! Seht ihr das? Ich wusste es. Ich wusste, dass sowas kommt. Okay, was haben wir denn da? Gesichert. Ah, okay. 3, 2, 5. 3, 2, 5. Ha! Schaut euch das an. Was haben wir denn da? Was ist denn da? Oh! Impfstoffbasis. Ja. Gibt's hier noch was? Nichts weiter. Impfstoffbasis. Ach, das können wir. Grundstoff zur Herstellung von Impfstoffen. Er muss mit dem Impfnährboden gemischt werden. Ja, dann mach das doch mal. Ah, und somit haben wir den Impfstoff. Impfstoff, der gegen die Virusinfektion wirkt. Ja, perfekt, Freunde. Das heißt, wir können Jill helfen. Ja, wunderbar. Das heißt, gehen wir zurück. Gehen wir zurück zu Jill. So. Alter! Warum ist da denn jetzt ein Hunter? Okay, aber die sterben zum Glück ziemlich schnell. Aber wir sind im gelben Bereich, das heißt, die können uns den Kopf abpacken hier. Ja gut, ich hätte jetzt eigentlich auch das Ding da hinten nutzen können, aber das ist nur für Leute mit Skill. Und ich habe keinen Skill. Gut, Freunde, wir müssen einfach aus diesem Krankenhaus wieder raus. Zurück zu Jill. Los geht's. Zurück zu Jill. Okay.
1F bitte, ich müsste so schnell wie möglich hier aus diesem Krankenhaus raus. Kommen jetzt hier noch mehr Hunter? Noch mehr Hunter! Ah, wir haben zum Glück hier... Oh, Gott sei Dank. Wir haben zum Glück hier mit der Muni gespart, Freunde. Oh, die Hunter. Ich hoffe, dass die jetzt kein Standardgegner werden. Blaues Kraut. Warum ist hier ein blaues Kraut, sag mal? Ach, wahrscheinlich für diese Gegner da unten im Keller. Die hätten dann vergiftet, wenn die uns getroffen hätten. Aha, okay. Verstehe. So, Safe-Raum, aber ich glaube, wir können direkt zu Jill. So können wir bleiben. Ja, ja, so können wir bleiben. Carlos, gibst du den Rest der Bunny Jill ab? Oder was ist hier los? Ich hoffe es mal. Ich hoffe mal, dass er uns da Muni abgibt. Das wäre schon mega cool. Was ist das denn jetzt auf einmal? Das scheint eine zeitgesteuerte Bombe zu sein. Was zur... 5 Sekunden! Was ist das denn? Und, wer will uns denn hier grillen, sagt mal. Alles klar, Cutscene. Alles klar. Alles klar, Leute. Oh mein Gott. Ja, das Krankenhaus. Das ist nicht mehr. Dort war mal ein Krankenhaus, aber jetzt ist es nicht mehr da. Ja, das würde ich auch so sehen. Ach du Scheiße, was für eine Bombe. Ja gut, aber das heißt, wer könnte das nur gewesen sein, ne? Wer will uns hier loswerden? Fragen über Fragen. Ich sag nur Nikolai, ne? Der kommt mir schon die ganze Zeit so voll suspekt vor. Gut, Freunde. Och, was ist denn hier jetzt los? Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Warum sind jetzt hier Zombies? Da kann ich aber vorbeilaufen. Da kann ich vorbeilaufen, ja, da muss ich... Leiche eines Kameraden. Ah, ja. Den Auftrag zu erfüllen. Gut, wisst ihr was, Freunde? Oder was? Nee, komm. Ach nee, es rennt hier Nemesis rum. Warum das denn? Okay, die Dinger. Ah nee, die lasse ich auch nochmal leben. Aua. Lass mich durch. Lass mich durch, du Drecksteil. Aua. Uff, Gefahr, okay. Ich meine, wir haben es ja, ne, mit Carlos. Das heißt, wir können eigentlich... Wir können die eigentlich aus dem Weg räumen. Aua! Oh, was ist das denn hier? Sag mal. 3 Stück von denen. Oh Gott, ich glaube, wir haben uns jetzt hier ein bisschen blöd angestellt hier. Ah! Verdammt! Scheiße. Gottes Willen. Gut, wir müssen die wegmachen. Wir müssen sie wegmachen. Ich würde mal sagen, bis gleich. So, da bin ich jetzt wieder an der Stelle. Wir müssen die wegmachen. Wir müssen die wegmachen. Da führt kein Weg dran vorbei. So. Wir müssen die wegmachen, Freunde. Aber wir haben nur noch 9% mit der Waffe. Okay. Die ist gleich leer. Ja, toll, jetzt ist er leer. Ja gut, aber... Ich habe ja noch die Pistole. Mit der kann ich die wegmachen. Aua! Verdammt nochmal! So. Ah, die macht die Fressen zu... Nicht schon wieder! Nicht schon wieder! Wie viel Schaden machen die denn? Oh Gott. Aber ich habe hier... abgespeichert, Freunde.
Die halten extrem viel aus, die Teile. Ja, wie viel Prozent? Ach man, 15%. Okay. Kommt hier erstmal her. Da oben! Okay. Okay, ein ist weg. Da ist noch eine. Okay. Na Gott sei Dank. Okay. Er sieht doch schon besser aus. Alles klar, Freunde. Hast du wieder was für uns hier? Nein. Na Gott sei Dank, wir haben den Weg freigeräumt. Was kommt jetzt? Ich höre hier die ganze Zeit Schritte. Ich glaube, es ist irgendwo, ey. Ach du Scheiße, da kriegt man doch Paras bei. Wir müssen schnell zu Jill. Und dann würde ich gerne den Schluss machen für heute. Oh Mann. Nemesis, Alter. So. Carlos. Du bist gleich bei Jill angekommen. Oh nein! Och. Das gibt's doch nicht. Sag mal, wie viel hält denn dieser Typ einfach nur aus, ey? Boah, der sieht jetzt mittlerweile ganz schön eklig aus, ne? Okay. Okay, einfach wegrennen, Carlos, einfach wegrennen. Oh Gott. Ich glaube, der hat keinen Bock mehr. Ich glaube, der hat keinen Bock mehr. Okay, und weg hier. So. Schnell zu Jill. Schnell zu Jill. Okay. Einfach geradeaus. Alter, wo kommt der denn her? Einfach aus dem Fenster raus, ey. Oh man, so Jill, wir sind da. Wir haben einen Impfstoff. Oh. Geile Musik hier. So, Jill. Cutscene. Wir haben einen Impfstoff, alles wird gut. Hey, are you okay? Yes, barely. What's going on? No way! That monster just doesn't give up! What? I thought we killed that thing! No, it's been waiting for you! He's playing with us. Carlos, do you think that it's unstoppable? No, I don't think so. I'm sorry, Jill, but I've got to go take care of a few things. Oh, and bad news. Nikolai is still alive. Nikolai? Are you sure? Yes. I don't know how, but I do know that he is our enemy. Remember, don't trust him. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht mit Nikolai. Herr Carlos, danke, dass du uns den Arsch gerettet hast. Ja, wobei, wir haben es ja eigentlich selber gemacht, ne? Oh Mann. Gut, Freunde, wir sind wieder Jill. Haben fast nichts mehr an Munition hier. Ja, ich vermisse irgendwie so ein bisschen Pistolenmunition. Weil schaut mal, wir haben so viel Shotgun-Muni, ne? Da ist noch die normale Pistole, aber da kann man halt die Muni nicht rausziehen. Ich hätte gerne Pistolen-Muni. Ohne Witz. Aber gut, Freunde. Wir haben auch keine. Doch, wir haben noch zwei Heilungen. Ja, Gott sei Dank. Wir müssen den Dietrich mitnehmen beim nächsten Mal, weil wir haben ja gesehen, da draußen in der Tür ist ja... Wartet mal. Ja, okay. Da draußen in der Tür ist ja ein einfaches Schloss gewesen. Gut, dann müssen wir beim nächsten Mal tatsächlich da draußen weitermachen. Meine Güte, was für eine ereignisreiche Folge, Freunde, ey. Nemesis wartet draußen wieder auf uns. Ja, toll. Ich würde gerne die andere Waffe mitnehmen. Hier, diese Handgun, die würde ich gerne mitnehmen, die Eagle-Waffe. Und die ausrüsten. So, Freunde.
Und den Minenwerfer brauchen wir gerade nicht. Den können wir ablegen. Das hier können wir auch ablegen, weil wir haben gerade keine Heilungssprays. Die Magnum können wir mal ein bisschen hier oben hin tun. Na, so. Ja, wir haben Jill gerettet. Und, jo, Freunde. Dann würde ich sagen, gehst beim nächsten Mal da draußen beim Park weiter. Ne, da ganz oben da. Den Glockenturm müssen wir beim nächsten Mal definitiv verlassen. Dann geht es nämlich hier draußen weiter, genau, beim Park. Und das wird auch nochmal ein Riesengebiet. Gut, Freunde, würde ich einfach mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, ich habe einen Discord-Server, der Link ist in der Beschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr darauf kommt. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.